Hallo und herzlich willkommen zurück zu Civilization 6 als Schottland und unserer kleinen Partie hier und momentan dem Krieg gegen den Kongo. Ja, und die erste Stadt, Mbumbi, die haben wir bereits erledigt. Die war hier und jetzt ist eigentlich die nächste dran und zwar Mbamba. Die hat auch schon leider Stadtmauern und eine Verteidigung. Von daher müssen wir unsere Truppen erstmal ein bisschen regenerieren. Wir haben ja hier unsere Streitwagen. Und ja, wenn die alle wieder fit sind. Und ich werde die jetzt hier nochmal anlinken. Den Handwerker können wir auch so nach oben bringen. Ich denke mal, hier stehen überall Einheiten, dass das sicher genug ist. Ah, die Barbaren waren für uns alle eine Plage. Danke für eure Hilfe. Welche Barbaren sind gemeint? Haben wir irgendwelche Barbaren vernichtet? Es wäre mir nicht bewusst. Okay. Geht's vielleicht hier um den Barbaren da oben? Ich kann es mir schwer vorstellen. Oder meinen die jetzt hier etwa den Kongo? Nein, das kann auch nicht sein. Ich bin nicht ganz sicher. Also, wir befördern erstmal das Katapult. Und was haben wir denn hier? Kampfstärke bei Verteidigung. Kampfstärke gegen Landeinheiten. Ja, eigentlich ist für ein Katapult eigentlich eine ungewöhnliche Beförderung. Ich würde sagen, Kartätsche plus 7 Kampfstärke gegen Landeinheiten nehme ich jetzt mal. Wir benutzen das ja eigentlich nicht gegen Landeinheiten. Aber ich glaube, dass das mehr Sinn macht. So, und dann, ja, wie gesagt, die Einheiten eigentlich jetzt in Stellung bringen gegen Mbamba. Ich würde die jetzt aber hier nochmal heilen lassen, natürlich. Und wenn wir sie hier stehen lassen, können wir auch eventuell nachrückende Einheiten hier von der Hauptstadt noch aufhalten. Von daher, Moment, jetzt möchte ich gerne mal den Handwerker. Der geht mal... ja, gut, okay. Dann stelle ich ihn mal dahin. Und den platzieren wir hier auf dem... Nee, wenn ich den auf den Hügel platziere, ist er angreifbar. Ich glaube, er ist eh angreifbar. Nee, ist er nicht. Das ist immer das Ding. Ich denke immer, das hier ist die Stadt, weil das hier so aussieht. Das ist ein Weltwunder, glaube ich, oder? Die hängenden Gärten, genau. Nee, hier unten ist die Hauptstadt. Also wir können den durchaus auf den Hügel stellen und haben den Verteidigungsbonus. Außerdem decken wir dann hier den Rückzug des Handwerkers. So, und der darf ebenfalls befördert werden. So, und hier ist jetzt interessant, plus 10 Kampfstärke beim Besetzen eines Bezirks oder einer Festung. Tja, dann müssten wir den auf irgendeinen Bezirk stellen, zum Beispiel hier auf die Bibliothek, auf den Campusbezirk. Dann hätten wir halt eben eine Kampfstärke von plus 10, wenn wir hier die Stadt angreifen. Das ist generell schon mal nicht schlecht, da wir aber hauptsächlich und überwiegend vermutlich gegen Einheiten kämpfen werden später, werde ich hier den Einheitenbonus wählen. Der Krieger, ja, der bleibt hier verschanzt. Und hier bauen wir jetzt das Sägewerk. Hier ebenfalls. Und dann, ja, ich überlege, ob wir den Sumpf mal entfernen. Ich meine, der bringt 3 Nahrung. Können wir auch noch lassen. Sollen wir jetzt hier die Felder bauen, können wir natürlich auch tun. Ja, komm. Obwohl hier der Wald, der könnte noch ein Sägewerk gebrauchen. Und diesen hier, den können wir jetzt wieder zurückziehen. Die Barbareneinheit haben wir erledigt. Da sind wir hinterher gerannt, weil ich gerne die Erfahrung für den Speer haben wollte. Aber da oben war auch noch eine Barbare. Ach, es war dieses Dorf möglicherweise. So, und der Kongo möchte schon wieder Frieden schließen. Das lehnen wir natürlich ab. Vielen Dank fürs Angebot trotzdem. Ich werde das, ich werde das nicht machen. Das ist doch ganz klar. Da oben war noch eine Barbareneinheit. Eine Schwertkämpfer auch noch. So. Die Entwicklung der Ausrichtung öffentliche Verwaltung hat große Fortschritte gemacht. Ja, Stirling wächst und seine Bewohner sind stolz auf ihre blühende Metropole. Ein Zeitalterpunkt. Und ich muss ganz dringend unsere Einheit zurückziehen. Wir stehen auf einem Hügel. Vorteil ist, ich kann hierher zurückziehen. Die können uns nicht hinterherlaufen. Ich kann aber auch nicht mehr schießen. Wir werden noch ein zurückgehen. Und wenn die gleich auf dem Hügel hier stehen, dann können wir schießen. Dann können wir es uns leisten,
einmal zu feuern. Ich denke mal, es ist ein Schwertkämpfer. Es ist halt schon nicht ganz leicht. Es ist eine Frechheit, dass die Barbaren Schwertkämpfer haben. Wundervoll endet. Ausrichtungsbonus. Erste große Stadt. Ja, Stirling ist die erste große Stadt. Also Stadtgröße 10 zählt dann offensichtlich da als Auslöser für diese Bewertung. Ist ja auch wunderbar. Und den schicken wir weiter. Befestigen. Das Katapult ziehen wir vor. Und befestigen es dann auch. So. Ja, jetzt soll ich hier jede Menge Bauernhöfe bauen. Bin ich einverstanden mit. Fangen wir einfach da an. Hier würde ich eigentlich gerne noch was für die Produktion tun. Wir haben so viel Geld. Ich finde, wir können mal hier den Wald kaufen. Und den auch noch. Dann sollte es erstmal genügen. Und dann werden wir hier noch zwei Sägewerke auf jeden Fall errichten für Stirling. Und dann müssen wir bei Roxburg auch nochmal was tun. Ich weiß zwar noch nicht genau was. Vielleicht einfach nur ein Feld hier. Den Reis müssen wir natürlich abbauen, ganz klar. So, jetzt können wir schießen. Nur dann können sie uns in der nächsten Runde angreifen. Wir könnten natürlich auch erst noch die Beförderung. Nee, dann werden wir gleich auf jeden Fall angegriffen. Es ist ein bisschen vertrackt. Und wir würden viel zu wenig Schaden machen, um hier effektiv zu sein. Das Gesündeste, was wir tun können, ist uns hier tatsächlich zurückzuziehen. Um das Leben des Bogenschützen nicht zu gefährden. Ich würde gerne da ein Sägewerk bauen. Schwimmen wir einmal rüber. Ich meine, hier können wir auch noch welche bauen, aber dann hatten wir es da schon mal erledigt in der Stadt. So, und die geben jetzt halt schön Bonus, weil sie nebeneinander liegen. Wobei, haben wir diese Technik schon erforscht? Ich meine, ja, wir können aber gucken. Zwei, nee, haben wir noch nicht. Denn der Bonus wäre dann eigentlich 1. Dann müssten es 3 sein. Nee, ist mir zu gefährlich. Ich bin schissig jetzt, ich traue mich nicht. So, und es ist gut, dass wir mal die Handwerker gebaut haben. Da kommt noch eine Mine hin. Und in Cullen ist der Leuchtturm fertig. Dann wäre jetzt eigentlich Pflicht, hier eine Quadrireme zu bauen. Und das machen wir auch. Die kann uns hier bei Mbamba, nämlich von der Seeseite, ein bisschen helfen. 10 Runden. Die haben wir ja. Die warten wir doch gerne, oder? Der wird jetzt erstmal geheilt. Und jetzt kommt der Barbar scheinbar nicht hinterher. Nicht, dass der gleich bei Roxburg auftaucht. Wir führen hier einen Krieg gegen den Kongo übrigens. Und das völlig ohne Kriegstreiber. Malus, denn der Kongo hat uns den Krieg erklärt. Das ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Vorteil. Für uns. So, und dann da noch bitte das Sägewerk. Und dann haben wir noch eine Bauaktion. Mit dem auch noch. Und der hat auch noch 2. Hier ist das. Ist das schon eine Plantage da? Ja, da ist schon eine Plantage. Könnten natürlich den Wald noch reinkaufen. Nicht Projekt. Geländefeld. Nochmal 245, aber wie gesagt, Produktion ist King, also geht er jetzt dahin und baut noch das Sägewerk. 2 verhandelte Frieden, Jerusalem mit Teddy Roosevelt und Jerusalem mit Kabul. Außerdem haben wir einen Widmungsbonus ausgelöst, weil mein Gebäude errichtet, das Wissenschaft als Grundertrag bietet. Dadurch haben wir einen Zeitalterpunkt erhalten. Wir sind jetzt auch nur noch 5 Punkte entfernt von einem goldenen Zeitalter.
Und wir haben noch circa, jetzt müssen wir mal schauen, wie viele Runden es noch ungefähr sind, 21 bis 51, also durchaus machbar, das noch zu erreichen. Und in Stirling würde ich gerne ein Industriegebiet bauen. Wassermühle, Reis- und Weizenressourcen erhalten je eine Nahrung. Wir haben hier nur Weizen, da oben ist noch ein zweites Weizenfeld, also das würde da später auch von profitieren. Und natürlich auch plus 1 Produktion. Bauen wir mal. Das dauert nur 6 Runden. Und in Dumfries haben wir die Bibliothek fertig. Soll ich hier auch noch ein Lager bauen oder sollen wir jetzt mal ein Industriegebiet bauen? So einen richtig dicken Bonus kriegen wir hier nirgendwo. Hier hätten wir plus 1, aber dann den Bonus vom Sägewerk hätten wir dann nicht mehr. Hier plus 2. Na gut. Dort kommt ein Industriegebiet hin. Und die Einheiten sind fast alle wieder gesund. Der Streitwagen fehlt noch, aber ich würde sagen, wir rücken schon mal vor. Jetzt müssen wir nur aufpassen, aber ja, wir haben hier noch einen Bogenschützen, einen Armbrustschützen. Das heißt, wenn jetzt Einheiten von der Hauptstadt nachrücken sollten, Richtung Norden, dann würden wir das, denke ich, abfangen können. So, wir gehen erstmal nicht ganz so nah. Langsame Annäherung. Da bin ich sicher, denn da ist der Berg vor. Gut, dass es hier schön breit ist. Nur, wir müssen mit einigen Einheiten hier hinten rum. Deswegen werde ich jetzt hier... Nee, noch einen Rand kann ich jetzt nicht machen, weil dann ist da definitiv das Problem, dass die Einheit bombardiert werden kann von der Stadt. Das möchte ich nicht so gern. So, die Engländer haben uns einen Gesandten geschickt. Delegation ist uns willkommen. Sehr schön. Wir sind auch übrigens mit fast allen in positiver Stimmung, außer mit den Franzosen und den Engländern. Wir können ja zu den Engländern auch nochmal eine Delegation schicken. Das erhöht ja so ein ganz klein bisschen die Stimmung. Schauen wir mal, was das langfristig bewirkt. Wunder vollendet. Teddy Roosevelt hat die Pyramiden gebaut. Oh. So, dann stellen wir uns jetzt hier aufs Lager. So schade, dass wir kein Eisen haben, wirklich. Verschanzen. So, was können wir noch bauen? 2 Farmen werden hier gesagt. Ja, wo ich hier die Mine bauen wollte, bauen wir jetzt natürlich keine Mine mehr. Denn dort bauen wir stattdessen den Industriebezirk. Dann machen wir hier die Farmen. Oder aber die Steine hier. Wobei, die sehe ich eigentlich eher im Besitz von unserer Hauptstadt Stirling. So, jetzt schleichen wir uns hier rum. Ja, wir wären hier schon komplett in Angriffsreichweite der Stadt. Hier wären wir in der Reichweite von Mbanza Kongo. Es nützt nichts. Wir müssen das auf uns nehmen, das Feuer. Katapult stellen wir hier auf den Hügel. Nächste Runde. Und dann halt eben hoffen, dass die alle lang genug überleben. Wird aber. Die Stadt hat eine Angriffsstärke oder eine Stärke von 27, Verteidigungsstärke. Ich denke mal, da halten die Einheiten ein bisschen aus, dass sie dort stehen. Da ist auch schon was geplündert worden. Das waren nicht wir. Boah, das hat schon gekostet. Hier 25 Trefferpunkte. So, und jetzt können wir feuern. Und zwar einmal mit der Einheit. Und einmal noch mit dem Bezirksfernkampfangriff. An der Stadt steht er noch nicht nah genug dran, das wird sich aber gleich ändern.
Und dann kriegen wir die schon nieder. So, ein Sägewerk. Noch ein Sägewerk. Das ist die vorletzte Bauaktion. Hier machen wir dann einen Bauernhof hin. Der ist schon korrekt hier. Machen wir den ersten Angriff. Ui, das hat ordentlich gezogen. Hier sind wir nun sicher. Oh weia, was ist denn das? Wo kommt denn der her? Unten eine Barbaren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist aber sehr unglücklich gerade. Oh Mann, wir müssen angreifen. Beförderung verfügbar. Oh, und leider können wir die nicht mehr nehmen. Oh, das ist wirklich ärgerlich. Kann ich noch einmal schießen? Nee, weil das ein Hügel war. Oh, Mann. Dann müssen wir Nachschub ranholen, denn das wird sonst zu knapp. Nö. Kein Frieden. Die Stadt hat Mauern, kann also im Bedarfsfall... Ja. Oh, wir haben es geschafft! Oh, ist das knapp. Dann lasse ich die Einheit da. Dann lasse ich die da. Ja, ich würde lieber diese Einheit noch ein bisschen... Ah ne, die ist so weit weg, weil hier ein Hügel ist. Ne, weil wegen des Waldes so. Dann macht es halt eben die Stadt. Kein Problem. Okay. Gut. Und jetzt können wir hier die Beförderung mal machen. Und ich wähle auch wieder das hier aus. Plus 5 Fernkampfstärke gegen Landeinheiten. Und den befördern wir jetzt auch. Und zwar gegen verschanzte Verteidiger. Und den werden wir gleich hier aufs Dorf ziehen, bevor da eine neue Einheit spawnt. Wir können. Wir können angreifen. Ui, das war ja... Boah, habt ihr das gesehen? Die Verteidigung mit einem Schuss niedergeschossen. Und jetzt geht's schnell mit der Stadt. Die wird nicht mehr lange leben. So, Sterling, wie gesagt, sehe ich noch hier als Besitzer dieses Steins. Das heißt, das Feld kaufe ich noch. Denn dort werden wir noch einen Steinbruch errichten. Dann haben wir den ersten Handwerker aufgebraucht. Und der zweite folgt zugleich. Ja, oder auch gleich. Hoffentlich spawnt keine neue Einheit. Der Speer ist wieder fit. Sehr schön. So, mal eben gucken, ob da irgendwo ein neues Barbarendorf gespawnt ist. Sieht alles gut aus. Dann lasse ich den jetzt auch hier stehen. So, keine Stadt produziert so viel Nahrung wie Maskat, nehme ich an. Und jetzt geht's los. Den Handelsweg könnten wir plündern. Nee, lasst uns jetzt die Stadt erstmal zerstören. So muss das aussehen, sehr schön. Oh, da ist ein Siedler. Ein Rambock, der ist kein Problem. Oh, ist das ein Geschenk. Da oben ist ein Siedler, ihr habt's gesehen, ne? Der Armbrustschütze geht zurück nach Sterling. Der Krieger zurück ins Lager. Ja, und hier den Steinbruch. Sehr schön. Doch, ich finde, momentan ist so ein richtig schöner Flow drin. Und ich spiele auch total gerne wieder Civilization.
Und da dies das erste Video in dieser neuen Woche, in der Kalenderwoche 11 ist, kann ich vielleicht auch sagen, für alle, die das noch nicht im Sendeplan gesehen haben, dass ich die Frequenz für die RimWorld-Videos leicht reduziert habe von 4 auf 3 Videos pro Woche. Denn momentan machen mir meine anderen beiden Projekte, nämlich dieses hier Civilization und Endless Space 2, so viel Spaß, dass ich da ein bisschen mehr zu mache. Hoffe, ihr habt Verständnis. So, den Siedler. Den holen wir uns jetzt eben. Jetzt ist da der Wald noch dazwischen. Dann warten wir noch ein bisschen. So, ein Monument könnten wir jetzt mal bauen hier in Stirling. Die Stadt mal auch so ein bisschen mit den Basics wieder weiter zu versorgen. Anderenfalls, natürlich auch ein Industriegebiet. Hatten wir hier denn Bonus irgendwo? Wir könnten... Wir könnten es hier bauen. In der Wüste. Da gäbe es +2. Dann haben wir nämlich 2 Industriegebiete direkt nebeneinander. Hier und hier. Ich bin geneigt, es zu tun. Wir verlieren gerade viel Geld, ich weiß das wohl. Aber ich möchte diese Industriegebiete jetzt haben. Die kommen übrigens von den Steinen, die +2. Hier auch. Da ein Stein und da der zweite. So. Jetzt sind wir aber finanziell tatsächlich wirklich kurz vor Ende. Jetzt müssen wir mal ein bisschen sparen. So. Jetzt greifen die uns tatsächlich an. Das ist ja wohl eine Verzweiflungstat. Zwischen dem Steigbügel und dem Boden bat ich um Gnade. Und Gnade habe ich gefunden. Und jetzt können wir Ritter bauen, allerdings nur, wenn wir Eisen haben. Söldner, hey, wir gehen überall hin, wo es Geld und Ärger gibt. Die Politik brauche ich nicht ändern. So, jetzt noch einmal auf die Stadt. Und um ganz sicher zu gehen, auch mit dem Katapult nochmal. Und nun ist... Achso, jetzt müssen wir erst den Händler wieder versetzen. Ja, können wir gerne machen. Und zwar... Können wir den versetzen von... Wir können den nach Cullen versetzen. Und dann eine Route nach Dumfries bauen. Obwohl, macht das wirklich Sinn? Irgendwie sind sie ja jetzt alle miteinander verbunden. Natürlich wäre es schön, hier noch eine Straße mitten durch zu haben. Ich würde sagen, wir schicken den jetzt tatsächlich erstmal nach Roxburg. Das ist für mich im Moment die beste Wahl, denke ich. Dann haben wir da die Straße auch. Ja, und jetzt zerstören wir diese Stadt. Tata, möchten wir sie behalten? Nein, wir wollen sie vernichten. Sehr schön. So, und jetzt ist der Kongo... erstmal wieder auf seine Hauptstadt beschränkt. Wir haben einen Siedler, den wir hier einsetzen könnten. Dafür müssen wir aber auch erst die Hauptstadt vernichten oder einnehmen, denn sonst hätten wir hier zu viel Loyalitätsdruck. -20 hier stellenweise. Das können wir uns derzeit nicht erlauben. Ich werde mal eben den Rambok vernichten. Achso, das geht jetzt nicht. Da machen wir das gleich. Den Siedler... Den schicken wir bewacht nach Cullen. Und das Katapult... Das kann eigentlich stehen bleiben. Da brauchen wir nur einen Schritt vorwärts machen. Dann stehen wir hier ganz günstig für die Bombardierung von der Hauptstadt. Mit den anderen Einheiten kommen wir hier von dort und dort. Ja, so machen wir es. Und erstmal eine neue Forschung. Was können wir denn da nehmen? Burgen. Erlaubt uns den Bau der Alhambra oder mittelalterliche Mauern. Die erhöhen die Stärke der Verteidigung. +50 Verteidigung. Kulturbonus für die große Mauermodernisierung. Druck, Kartografie. Ah, dann könnten wir das erste richtige Schiff bauen, das auch in tiefe Gewässer fahren kann. Die Karavelle. Militärtaktik für Pikeniere. Wir kämpfen nicht so gegen berittene Einheiten, deswegen... habe ich da nicht so die Not.
Militärtechnik. Das ist in der Tat interessant, da wir eben hier die Ressource Salpeter dann sichtbar machen würden. Das wäre bei der Planung weiterer Städte sicher interessant, denn Salpeter brauchen wir für Musketiere und so weiter und so fort. Also ich gehe jetzt auf die Militärtechnik. Und eine Ausrichtung müssen wir auch noch wählen. Und da nehme ich jetzt dies, denn Allianzen sind okay. Zivilprestige als Politik. Oh, das ist, ja gut, wir haben noch gar nicht so groß beförderte Gouverneure, dass uns das nützen würde. Ansonsten natürlich plus 1 Annehmlichkeit für Städte mit Garnisonseffekt. Wäre im Grunde auch nicht verkehrt, aber ich nehme es jetzt hauptsächlich, weil wir dort schon die Inspiration für haben. Und wir können einen Gesandten schicken. Mal schauen, können wir irgendwo Suzerän werden? Wir könnten Suzerän für Valletta werden. Das ist eine weitere militaristischer Stadtstaat, der im Krieg nötigenfalls unterstützen könnte. Ja, warum denn nicht? Lasst uns das doch einfach machen. Und das hat uns 2 weitere Zeitalterpunkte eingebracht. Und jetzt brauchen wir nur noch einen, um ein goldenes Zeitalter zu erreichen. Klingt nach einem Plan. Okay, dann würde ich sagen, beende ich hier diese Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir waren ja erfolgreich, haben viel für die Infrastruktur getan und haben eine weitere Stadt des Kongos vernichtet. Jetzt steht nur noch die Hauptstadt im Weg und dann haben wir ein schönes neues Fleckchen Land für unsere eigenen Zwecke. Und ja, das werden wir gut zu nutzen wissen, hoffentlich. Vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuschauen. Einen schönen Tag noch. Dein Dr. Wolfsherz. Ciao.